Mit einer neuen Kampagne will die Bundesregierung weitere Menschen zu einer Impfung gegen das Coronavirus bewegen. Ab Dienstag soll es neue Plakate und Radio- und Fernsehspots geben, die kreativer sein sollen als die bisherigen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD in einem Interview. An den Impfkampagnen des vorherigen Gesundheitsministers Jens Spahn von der CDU hatte es Kritik gegeben wegen ihrer angeblich unzureichenden Wirkung. Mit der neuen Kampagne sollen laut Lauterbach unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Ältere und damit besonders gefährdete Menschen, Familien, junge Männer auf dem Land sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Geworben werden soll sowohl für Erstimpfungen als auch für Auffrischungsimpfungen. Die Kampagne ist in mehreren Sprachen geplant.